So, da sind wir. Mein Name ist Kip Supernova und wir spielen nach Klettern, neben Klettern, meine absolute Lieblingssportart. Und natürlich als Sonic, weil wir werden hier die blaue Linie, nicht den roten Faden, die blaue Linie hier jetzt durchziehen. Und ich gucke mir gerade mal so an, wie das Surfen funktioniert. Ich lasse es ein bisschen auch für euch laufen, dass ihr seht, aha, so funktioniert es. Aber ich finde, das ist etwas, was man intuitiv machen muss. Es gibt bestimmte Tricks, die man beim Surfen macht hier. Punkte. Übrigens werden die echten Olympia-Punkte und Olympia-Rekorde hier eingeblendet und nicht die Ingame-Rekorde. Aber Surfen ist eine Herzensangelegenheit, eine Spaßangelegenheit. Und oh, und es geht schon los und ich bin auf der Welle und große Welle. Jawohl. Und es gibt Fettpunkte, fast 15.000 Punkte für diesen. Oh, und jetzt die Tube. Oder, na, Gleichgewicht halten, ja. Und dann gibt es Punkte für das Gleichgewicht und Wipeout. Und wir sind baden gegangen. Macht nichts, das ist richtig, richtig cool. Ich liebe Surfen. Guck mal, diese Farbe, wenn die Sonne da so drauf scheint, die Regenbogen. Oh, ja, die große Welle. Die große Welle und der Sonic Balloon hält uns hier, drückt uns hier die Daumen. 14.000 Punkte nochmal draufgepackt. Rein in die Tube. Oh, ist das cool. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Ein kleinen Minuspunkt gibt es. Und zwar beim Surfen die Schuhe anlassen. Es gibt ja massenweise Gerüchte oder Theorien, wie Sonics Füße aussehen. Warte mal, ich packe mich mal auf die Seite, weil dann sieht man hier ja das, was da halt ist, nicht? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt es auch, wenn er mit den Schuhen hier hat er ein bisschen besser Grip auf dem Board. Er hat übrigens ein Shortboard. Es gibt ja verschiedene Surfboards. Es gibt das Shortboard, es gibt ein Fishboard, dann gibt es Hybrid und so weiter. Ich kenne mich da ein bisschen damit ab. Oh, Float, yes! Oh, habt ihr es gesehen? Oh, und was? 100.000 Punkte, cool! Ja, etwas zu spät, Welle. Welle zu Ende. Ich kenne mich ja ein bisschen damit schon aus, mit Surfen. Ich habe mich da schlau gemacht, weil ich momentan an einem Comic arbeite, wo es um Surfen geht. So, wir haben die 100.000 Punkte erreicht. Ja! Cool! Super! Und er hat ein anderes Outfit an. Wie soll das so ein Neopren-Outfit sein? Ach, ist auch wurscht. Ist egal. Ist ein richtig tolles Spiel. Eine richtig tolle Sportart. Erfunden von den Hawaiianern auf Hawaii. Die schönste Insel der Welt. Ja. Ich weiß, auch auf Madeira kann man surfen. Und Madeira ist auch schön. Es gibt auch andere schöne Inseln. Grüße gehen raus an Madeira. Ich meine, ich bin als YouTuber. Wann ich nach Madeira auswandere, steht noch nicht fest. Aber wenn die Gelegenheit sich bietet, wenn ich es mir leisten könnte, Hawaii wäre meine erste Wahl, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil, oh, es ist wunderschön. Wobei das hier ja gar nicht, ich weiß gar nicht, das spielt ja gar nicht auf Hawaii. Ne? Das sind ja die Spiele in Tokio. Kann man in Japan auch surfen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Beim Surfen kommt noch dazu, man ist ja auf die Gesetze oder auf das Wetter der Natur angewiesen. Man kann also die Wellen nicht immer gleich machen und immer, das ist natürlich, das ist klar. Klar, es gibt da auch Möglichkeiten, Wellen künstlich zu erzeugen. Man kann zum Beispiel auch in einer sogenannten Wellenhalle, glaube ich, surfen. Ihr könnt jetzt ruhig in die Kommentare schreiben, Kip, du hast keine Ahnung, weil das gibt's vielleicht gar nicht. Aber auf Hawaii ist das Surfen einfach deswegen am besten geeignet, also am beliebtesten und am besten geeignet, weil dort eben die richtig perfekten Wellen sind, die richtig lange und schön ausrollen. Und es ist meiner Meinung nach eigentlich kein Sport, wo man sagt, es ist so ein Wettkampfding, jetzt wie Fußball oder so. Sondern es ist wirklich ein Fun-Sport und deswegen will ich hier halt auch nicht sagen, boah, ich will jetzt hier unbedingt gewinnen, sondern es ist einfach, es ist wunderschön. Ich könnte das stundenlang
wie ich das Spiel vor 3 Jahren mir zugelegt habe und es erst gespielt habe, habe ich, glaube ich, Surfen, also wo ich noch gar nichts aufgezeichnet habe. Ich konnte noch gar nichts aufzeichnen von der Switch damals. War das, glaube ich, das, was ich am öftesten und am längsten gespielt habe, Surfen. Das ist wunderschön. Ich glaube, ich werde da mal eine extra Videoreihe machen, wo ich mal so auch andere Charaktere surfen lasse. Yoshi und das ist dieses Krokodil muss ich ja auch surfen lassen, wegen den Surf-Dinos, den Surf-Raptors. Ach nee, komm, Sonic, nicht traurig sein. Erstens, 58.000 Punkte sind viel. Wir sind auf dem 4. Platz. Das ist wirklich eine ordentliche Leistung. Und oben, persönlicher Rekord sind 144.000. Cool. Und es ist einfach hier, das hier. Das ist Belohnung genug. Also es ist wirklich... Ich bewundere ja jeden, der eine bestimmte Sportart richtig gut kann, und Surfen ist wirklich, also da hat man meinen absoluten Respekt. Das ist so eine Sportart, die würde ich neben Klettern auch gerne mal in echt ausprobieren. Aber da werde ich dann wahrscheinlich nicht nur mit blauem Gesicht, sondern mit blauen Lippen an den Strand gespült und dann muss mich da Pamela Anderson wiederbeleben. Kennt die überhaupt noch jemand? Momentan ist ja so ein Baywatch-Hype auf Sat.1. Da kommt irgendwie samstags den ganzen Tag Baywatch. Oder freitags, weiß auch egal. Und Baywatch, liebe Leute, Baywatch war neben Dallas und Star Trek die erfolgreichste Serie auf der Welt. Ich weiß noch, 1989 habe ich die Pilotfolge geguckt. Oder haben wir die Pilotfolge geguckt? Ich war da ja noch ein Kind. Und das war wirklich ein Mega-Hype. Und ich finde, David Hasselhoff ist einfach ein absolut sympathischer Schauspieler, ein sympathischer Künstler, auch wenn sich viele über den lustig gemacht haben. Er ist einer von den Guten. Und Baywatch ist und bleibt sein Baby, also seine beste Serie meiner Meinung nach. Obwohl er durch Knight Rider natürlich Berühmtheit erlangt hat zuerst, aber... Was auch gut ist, ist auch eine gute Serie, aber Baywatch ist eben absolut mega. Und das hier, ich könnte es stundenlang, könnte ich mir das angucken. Guckt euch mal den Himmel an. Und diese Wasserwellen. Oh, es ist so richtig cool. Oh, da fällt mir ein, gibt es zu Surf's Up ein Spiel? Also Könige der Wellen. Mit dem Pinguin Cody Maverick. Das wäre cool. Oh, muss ich mich mal schlau machen. So, ich bin auf der Welle, das gibt 1000 Punkte extra. Gut, ist richtig cool. Man kann nicht, durch die Tube kann man auch, da muss man dann so das Gleichgewicht halten. Die Tube ist ja die Königsdisziplin, also das ist ja wirklich der heilige Gral beim Surfen, wenn man es in die Tube geschafft hat. Und, ach Sonic, nicht traurig sein, wir werden noch ganz oft surfen. Oh, guckt euch das, oh, dieser Move. Also das ist etwas, auf das ich mich richtig freue, wenn dann die richtigen Olympischen Spiele in Anführungszeichen losgehen. Die sind ja nächstes Jahr in Paris und da bin ich mal gespannt, weil es gibt ja bestimmte Disziplinen, die sind ja natürlich selbstverständlich in Paris selbst nicht möglich. Wie zum Beispiel jetzt Surfen, wie sie das dann machen, da bin ich mal gespannt, weil Surfen ist ja inzwischen olympisch und da bin ich mal gespannt. Mein absoluter Traum ist ja, selbst in Paris zu sein, bei der Eröffnungsfeier. Ich will ja einmal so eine Eröffnungsfeier wirklich live mit eigenen Augen miterleben und mitsehen. Keine Ahnung, ob man da noch Tickets bekommt. Ja, mal gucken. Wenn, dann wird das ein mega, mega Urlaubprojekt für 2024, weil es ist dann auch nicht gerade günstig. Aber ja, ich schweife ab, wir sind hier beim Surfen. Ich liebe es einfach. Ja, schön paddeln, Sonic, jawohl. Und jetzt steuern, jawohl, auf die Welle zusteuern. Ah, da unten sieht man übrigens eine Anzeige, da links unten, da wo der Sonnenkopf ist, wo das rote Ende ist, da sieht man, wie lang die Welle noch vorhanden ist. So ein Floater. Und Welle ist zu Ende. Und natürlich, wenn die Welle zu Ende ist, kann man nicht mehr surfen, das ist klar. Dann kann man diese ganzen Moves und Tricks nicht mehr machen. Aber immerhin 63.000 Punkte.
Aber wie gesagt, es geht hier, also mir persönlich nicht um Punkte. Mir geht's einfach um den Spaß. Und es ist wirklich nur zu empfehlen. Und jetzt habe ich richtig Bock, Surfspiele zu machen. Es gibt bestimmt auch andere Spiele, wo sich auf das Surfen... Es gibt so viel. Packen wir es an. Sonic, nicht traurig sein. Du bist gesurft, du warst auf den Wellen, du hast wirklich richtig tolle Sachen erlebt, was nicht jeder erlebt. Und es ist wirklich... Es ist schön. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat mir ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns dann bei der nächsten Disziplin wieder. Kipp Supernova over and out. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen Wellen reiten. Tschüss!